Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Schweizer. Ich bin Produktmanager bei Mensch Maschine für den Bereich Elektrotechnik und Mechatronik. Ich freue mich diesmal, dass ich Ihnen nicht nur ein Videotutorial vorstellen kann, sondern eine ganze Reihe. Und zwar unter der Überschrift Mechatronische Konstruktion, viele Disziplinen, eine Lösung, möchte ich Ihnen gerne in insgesamt 4 Filmen das ganz neue System für diesen Bereich EXS mit dem Slogan The Future of CAE vorstellen. Bevor ich mit Ihnen in die praktische Vorstellung einsteige, möchte ich Ihnen 6 wichtige und herausragende Punkte dieser neuen Lösung für die mechatronische Konstruktion mal erläutern. Zum einen ist dieses Produkt so konzipiert, dass man von Anfang an mit anderen Fachbereichen zusammenarbeiten kann. Also in dem Stichwort mechatronische Konstruktion haben wir natürlich jetzt nicht nur den Klassiker, die Elektrotechnik, sondern wir haben natürlich auch die Hydraulik, Pneumatik oder auch die Verfahrenstechnik. Des Weiteren ist wichtig eine Anbindung an das Datenmanagementsystem. Denn wenn ich mit mehreren Abteilungen, mehreren Gruppen, Kollegen zusammenarbeite, wird es in Zukunft sehr wichtig sein, dass die Konstruktionsprozesse und die Dokumentation nachvollziehbar ist. Für die Elektroplaner hingegen ist eine Integration in die BIM-Prozesse sehr wichtig, um aus den Stromgasdefinitionen im 3D-Gebäudemodell nachher automatisch Verteilerpläne zu generieren. Als nächsten wichtigen Punkt ist natürlich aufzuführen, dass EXS eine komplette Neuentwicklung ist. Das heißt also, wir haben ein ganz modernes System ohne alte Zöpfe mit aktuellen Programmiertechnologien. Und zwar für Programmiersprache, Benutzeroberfläche, die Datenbanksprache, aber auch für den Einsatz des Systems in der Cloud. Der nächste Punkt geht an die Philosophie der Benutzerführung. Wir haben bewusst verzichtet auf eine Orgie von Dialogboxen und Einzelbefehlen, sondern wir haben beides reduziert auf wenige, aber sehr leistungsfähige Dialogboxen und auch Befehle. Diese Dialogboxen haben wir unter dem Begriff EXS-Manager gestaltet für die Projekt- und Katalogverwaltung, für die Eingabe und Anzeige aller Eigenschaften eines Objektes, beispielsweise eines Symboles, und auch für die Pflege, Eingabe und Import von Artikeldaten und Fremdsprachen. Über das Radialmenü, das ich mit der Maus über einem Element aufrufen kann, erhalte ich die kontextbezogenen, also passenden Befehle. Der nächste Punkt ist für uns ein ganz wichtiger, denn EXS hat immer als Basis ein echtes CAD-System. Denn ein echtes CAD-System zur Verfügung zu haben, ist wohl unbestreitbar das Fundament für die mechatronische Konstruktion, bei dem ja auch alle normalen CAD-Befehle benutzt werden können. Seitens Menschenmaschine sind wir natürlich hier auf dem Marktführer AutoCAD. Wobei die zweite Option, dieser sogenannte AutoCAD-OEM-Kern, sehr interessant ist für diejenigen, die noch kein AutoCAD im Einsatz haben. Denn bei dieser Variante, die wir als Standalone-Version bezeichnen, ist bereits ein AutoCAD integriert. Wenn wir über AutoCAD oder der weiteren Variante BricsCAD als CAD-System und über die mechatronische Konstruktion sprechen, kommen wir natürlich auf das Datenformat. Jede Projektseite, jede Zeichnung liegt im AutoCAD-DWG-Format vor, also dem weltweit eingesetzten CAD-Format. Somit kann auch jede Seite in anderen CAD-Systemen geöffnet werden oder vor allen Dingen wichtig bei der Konstruktion, können reine CAD-Zeichnungen, sei es das Architekturgrundriss, sei es jetzt eine mechanische Konstruktion, eingefügt und bearbeitet werden. Das macht den Anwender unabhängig von proprietären, also eigenen Formaten anderer Systeme. Ja, last but not least, der 6. Punkt ist, dass EXS eine offene Programmierschnittstelle zur Verfügung stellt für beispielsweise unternehmensspezifische Automatisierungsroutinen oder auch zur Realisierung von Schnittstellen zu anderen Systemen wie ERP-System und dergleichen. Die Gesamtvorstellung von EXS haben wir gegliedert in 4 Tutorials mit bestimmten Schwerpunkten. Das erste Videotutorial befasst sich natürlich zunächst mit der Benutzeroberfläche und der allgemeinen Erstellung von Stromlaufplänen. Danach folgt ein besonderer Schwerpunkt, nämlich die SPS-Verwaltung in Stromlaufplänen. Also hier die Darstellung der SPS wie auch der Import und die Verwaltung von SPS-Dateien. Um natürlich der mechatronischen Dokumentation und Konstruktion zu gerecht zu werden, schauen wir uns im 3. Teil an, wie die Elektrotechnik
und die Stromlaufpläne mit Pneumatikplänen bzw. mit Fließbildern, also Verfahrenstechnik und Versorgungstechnik, verknüpft werden können. Ja, und noch zu guter Letzt zeigen wir noch das projektweite Bearbeiten der gesamten Dokumentation und natürlich die Möglichkeiten der Auswertung und Ausgaben, also Listengenerierung und die gesamte Dokumentation in einem PDF. Ja, und jetzt freuen Sie sich mit mir auf den ersten Film, der im Anschluss startet. Zuallererst möchte ich die reinen CAD-Befehle, also die Funktionen, die durch den integrierten AutoCAD-Kern herkommen, mal vorstellen. Wir können reine AutoCAD-Zeichnungen neu erstellen, wir können vorhandene ganz normal öffnen, wir können diese in verschiedenen Formaten einfach abspeichern, wir können andere CAD-Formate einfach importieren bzw. exportieren und natürlich haben wir auch alle AutoCAD-Druckerbefehle zur Verfügung. Für die Erstellung reiner CAD-Zeichnung, zum Beispiel elektromechanische Konstruktion oder auch für die Symbolerstellung, stehen uns die üblichen AutoCAD-Befehle zur Verfügung. Die Editierbefehle können genauso hierfür bei der Stromlaufbahnerstellung benutzt werden. Man hat auch die Möglichkeit, andere Zeichnungen in die eigene Dokumentation einzufügen und auch dort zu bearbeiten. Für Beschriftungen und Bemaßungen stehen auch hier die üblichen Befehle zur Verfügung. So lässt sich zum Beispiel eine mechanische Zeichnung mit einer normgerechten Bemaßung versehen. Für die eigentliche Erstellung jeglicher Schemaarten, wie beispielsweise Stromlaufpläne, benötigen wir ja, wie eingangs erwähnt, nur ganz wenige Dialogboxen und auch Zeichenbefehle. Diese finden sich dann in dem Menüreiter EXS. Wie jetzt das Zeichnen von logischen Verbindungen jeder Art, also elektrischen Verbindungen, Hydraulik, Pneumatikleitungen, Rohrleitungen und so weiter. Aber auch das Einfügen von Texten und Aspektboxen. Eine weitere Funktion ist die automatische Generierung von elektrischen Verteilerplänen, auf die wir aber in diesem Film nicht eingehen werden. Schauen wir uns nun die zwei wichtigsten Dialogboxen an, die wir benötigen. Das eine ist unser Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum organisiert die ganzen Projekte und Dokumente zum einen. Zum anderen bildet es sämtliche Funktionen oder technischen Anlagenbezeichnungen ab, die Einbauorte und unter Produkte findet sich der komplette Produktbaum des ganzen Projektes. Also im Prinzip aufgelistet hier alle Betriebsmittel, alle Disziplinen und Technologien. Über einen Mausklick kann man von hier aus in den Katalogmanager wechseln, der sämtliche Symbolbibliotheken organisiert. Die Bibliotheken sind aufgebaut, einmal nach den entsprechenden Symbolen. Hier bei der Elektrotechnik-Bibliothek haben wir dann auch sofort die entsprechenden Voreinsichten der jeweiligen Symbole. Das Kontrollzentrum lässt sich mehrfach öffnen. So kann man in der einen Ansicht sich die Dokumente anzeigen lassen und in der anderen Ansicht sämtliche Bibliotheken. Oder aber auch in der einen Ansicht die Bibliothek Elektrotechnik und in der anderen die Bibliothek für die pneumatischen Symbole. Im Projektmanager erhalte ich natürlich, wenn ich über die einzelnen Dokumente fahre, immer eine kleine Voransicht über den Inhalt dieser ganzen Seiten. Die zweite wichtige Dialogbox, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist der sogenannte Eigenschaftsmanager. Der Eigenschaftsmanager, wie der Name schon sagt, zeigt sämtliche Eigenschaften beispielsweise einer Seite an, wie jetzt Funktion, Einbauort, Name, also Nummer der Seite und andere Blattkopfeinträge. Oder, wenn man auf ein Symbol klickt, die dortigen entsprechenden Eigenschaften, wie jetzt die komplette Betriebsmittelkennzeichnung, welcher Baugruppe ist es zugehörig, die Anschlusspunktbezeichnung, Artikelnummer, Produkteigenschaften und so weiter. Aber auch, wenn man die jeweiligen Eigenschaften aufklappt, die grafischen Eigenschaften, also Textstil, Textgröße, Ausrichtung und so weiter. Also man hat jetzt hier sofort im Zugriff alle Informationen in einer einzigen Dialogbox. So, jetzt starten wir aber mal mit dem Zeichnen von Stromlaufplänen und legen uns hierzu eine neue Projektseite an. Hierbei wird die nächste freie Seitenzahl vorgeschlagen oder man kann natürlich auch eine eigene Seitennummer eintragen. Als nächstes wird die gewünschte Disziplin der Seite, wie beispielsweise Elektrotechnik, mit den entsprechenden Parametern des Rasterfangs oder auch Linientypen ausgewählt. Danach erfolgt die Zuordnung der Funktion bzw. Anlage und des Einbauorts.
Das ist natürlich abhängig, je nachdem, wie die Projekte strukturiert sind. Und natürlich dürfen die anderen Blattkaufeinträge, wie jetzt der Dokumententitel oder auch das Erstelldatum und der Erstellername, nicht fehlen. Wobei Erstelldatum und Erstellername werden automatisch vom System direkt in den Blattkopf eingetragen. Später hat man natürlich die Möglichkeit, diese jederzeit zu ändern oder um Revisionseinträge zu ergänzen. Die erste Seite möchte ich aus vorhandenen Standardschaltungen, und zwar aus den sogenannten Makros unserer Bibliothek, zusammensetzen. Hier in der Bibliothek haben wir verschiedene Makros, beispielsweise für jetzt hier eine Einspeisung. Als zweite Schaltung nehme ich eine abgesicherte 24 Volt Spannungsversorgung aus der Bibliothek heraus und platziere die auch ebenfalls auf dieser Seite. Als nächstes, dadurch, dass wir ja nur die reinen Schaltungen haben und ich aber auch Bauteile in meiner Stückliste haben möchte, wähle ich jetzt hier über die Artikelnummer mir die entsprechenden Bauteile aus. Über die Eingabe der Stromstärke ermöglicht die schnelle Volltextsuche, mir den passenden Artikel für diesen Hauptschalter zu finden. Die technischen Daten werden sofort als Produkteigenschaft an die Symbol rangeschrieben. Diese lassen sich über diese blauen Griffe noch verschieben. Bei dem Motorschutzschalter gehen wir genauso vor. Hier gehen wir wieder in die Artikelsuche. Diesmal suche ich einen Bestandteil einer Artikelnummer aus, bekomme diese angezeigt und über Doppelklick können wir auch hier wieder den Artikel entsprechend zuweisen. Die Potenzialabgänge auf dieser Seite werden automatisch mit den entsprechenden Querverweisen auf die nächste Seite verbunden. Ja, jetzt ist schon die erste Seite fertig. Gehen wir mal zur nächsten über und schauen uns weitere Zeichenfunktionen an. Auf dieser Seite möchte ich jetzt keine fertige Schaltung platzieren, sondern zeigen, wie man sehr schnell mit den Symbolen und Leitungen eine komplette Schaltung, wie jetzt ein Drehstrommotorabgang, zeichnen kann. Die Bibliothek bietet übrigens allpolige und einpolige Symbole für die entsprechende Darstellung an. Symbole lassen sich über die grafische Voransicht oder noch schneller über die Volltextsuche aus der Bibliothek entnehmen. Also hier gebe ich einfach mal Drehstrommotor an, bekomme die entsprechenden Symbole vorgeschlagen in der Voransicht und wähle das passende Symbol aus und platziere es hier unten rein. Für die Auswahl der gewünschten Motorleistung nutze ich hier auch wieder die schnelle Volltextsuche im Artikelstamm. Ich gebe also einfach meinen Leistungswert ein, 1,1 Kilowatt, und bekomme jetzt hier zwei Motortypen sofort angezeigt. Nach der Auswahl stehen auch hier wieder die technischen Daten als Produkteigenschaft am Symbol. Als nächstes gebe ich dann jetzt noch einen sogenannten Funktionstext an, nämlich was dieser Motor antreiben soll, nämlich meine Pumpe 02. Übrigens kann man fehlende Produkteigenschaften am Symbol direkt ergänzen oder, wenn diese nicht auf dem Plan benötigt werden, unsichtbar schalten. Als nächstes schließen wir den Drehstrommotor an. Hierzu wählen wir uns eine sogenannte Multilinie mit drei Phasen und einer PE-Leitung aus. Treffen Linien aufeinander, kann man entweder den Verbindungspunkt oder die sogenannte Zwangsverdrahtung nehmen. Bearbeitungsbefehle für ein Objekt, wie jetzt das Symbol, stehen uns über das Radialmenü zur Verfügung. Über ein Untermenü können wir die wichtigsten Editierbefehle, wie jetzt Schieben, Löschen, Kopieren, Drehen oder Spiegeln, aufrufen. Genauso kann ich jetzt hier mir dieses Symbol nochmals aus der Bibliothek holen. Vorteil ist, ich muss es nicht mehr in der Bibliothek suchen. Werden bei dem Motorschutzschalter noch Hilfskontakte benötigt, wählen wir noch zusätzlich eine Baugruppe aus. Eine Baugruppe ist ein Zusammenschluss von Einzelbauteilen oder einzelnen Symbolen zu einem einzigen Gerät. Die passende Artikelnummer hole ich diesmal nicht aus dem Artikelstamm raus, sondern ganz einfach über das Kopieren des vorhandenen Motorschutzschalters. Trage ich diese Artikelnummer jetzt dann bei meinem neuen Symbol ein, so werden auch denn hier sofort die technischen Daten wird die Stromstärke und der Kurzschlussstrom aus dem Artikel übernommen. Die Hauptkontakte eines Leistungsschutzes, die ich jetzt noch brauche, kopiere ich mir über das Radialmenü. Die werden einfach dann in die Leitung eingesetzt und die Leitungen natürlich werden automatisch aufgebrochen. Die Zuordnung zu einem vorhandenen Leistungsschutz mache ich über den Eigenschaftsmanager. Hier gebe ich einfach die gewünschte Bezeichnung ein und über die Volltextsuche bekomme ich den entsprechenden Leistungsschutz aufgezeigt. Das Erzeugen einer Klemmleiste für die Anschlussleitung des Motors ist sehr einfach.
Ich hole mir jetzt hier eine Reinklemme aus der Bibliothek, platziere die in die erste Phase und kann über die Funktion Reinplatzierung im Radialmenü die weiteren Klemmen automatisch auf die zwei Phasen und die PE-Linie entsprechend durchnummeriert platzieren lassen. Für die Darstellung der Anschlussleitung geht man im Prinzip genauso vor. Also, man platziert auf die erste Phase einfach das entsprechende Kabelsymbol, wählt jetzt allerdings hier noch als Baugruppe den gewünschten Kabeltyp, also ein vieradriges Kabel aus. Und wieder über die Funktion Reihenplatzierung im Radialmenü lässt man die anderen Adern platzieren. Eine weitere sehr schöne und vor allen Dingen schnelle Variante, Symbole zu platzieren, möchte ich nun jetzt noch vorstellen. Im Produktbaum des Projektmanagers sind alle vorhandenen Geräte und Betriebsmittel eines Projektes aufgelistet. Hier findet sich auch über die Volltextsuche der Modusschutzschalter. Über die Auswahl der Hilfskontakte habe ich sofort das entsprechende Schließersymbol am Fadenkreuz und kann es dann in den Plan direkt platzieren. Auf der gleichen Art und Weise kann ich noch den benötigten Ausgang eines Sicherheitsmoduls, welches sich auf einer anderen Seite befindet, hier auswählen. Diese Vorgehensweise ist vor allen Dingen sehr interessant für die Verwendung von SPS-Karten. Es muss nicht explizit erwähnt werden, dass Querverweise in XS automatisch erzeugt werden. Jetzt als vorletzten Arbeitsschritt wähle ich noch eine 24-Volt-Leitung aus, platziere die aber bewusst mal nicht oben auf die andere Linie, sondern möchte zeigen, dass man auch hier über die Griffe Leitungen miteinander verbinden kann. Für die Kennzeichnung, dass sich der Motor im Feld, also in einem anderen Einbauort als der Schaltschrank befindet, ziehe ich jetzt hier noch eine Aspektbox um den Motor. Den Einbauort kann ich dann im Eigenschaftsmanager direkt benennen. Der Drehstrommotor erhält dann auch sofort die neue Ortsbezeichnung aus dieser Aspektbox. Zum Abschluss des ersten Teils möchte ich nochmal die Funktion von mehradrigen parallelen Leitungen aufgreifen. Über die Multilinienfunktion hat man die Möglichkeit, unten in den Optionen ganz verschiedene Arten auszuwählen. Man sieht sehr schön, dass auch über Eck die Leitungen verlegt werden und man kann über weitere Optionen auch hier eine Phasendrehung realisieren. Ja, und ein Befehl soll natürlich beim Konstruieren nicht unterschlagen werden. Das ist der Zurückbefehl, mit dem die einzelnen Arbeitsschritte wieder rückgängig gemacht werden können. Oder aber auch dann das Wiederherstellen, wenn man einmal zu viel auf Zurück geklickt hat. Ja, vielen Dank für das Interesse und auf Wiedersehen im zweiten Teil.